Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter Nights. Ich muss einmal kurz erstmal schauen, was müssen wir machen? Ach, den Samen. 10.000 Jahre in die Vergangenheit reisen. Das Wort der in der Schatzkammer finden wir sie genau. Wie war denn das jetzt mit Zurückreisen? Da muss ich nochmal eben schauen. Aha. Ich glaube, wir machen vorher mal unser Inventar, der hier. Zack. Denn in der Vergangenheit werden wir nicht zurückreisen können, weil da sind die alle ja nicht. Das wäre ein wenig unlogisch. So, Erkenntnisbecken, hallo. Weiter, den Inhalt untersuchen. So, den Dolch. Astralklinge, Grundlagen 0000000000. Da, vereint. Was ist denn das für ein Buch? Achso, Waffen und Rüstung. Das können wir verkaufen, denn das habe ich aufgeschrieben. Das habe ich notiert. Das ist nicht identifiziert. Danke. Axt des toten Illusk. Aha. Können wir eh nicht benutzen. Das ist die Gladiatorenklinge. Rüstung. Beschlagene Lederrüstung plus 3. Da ist unsere besser. Den Brief für 0. Den packen wir mal in Höhe. Ja, super, sehr schön. Es fängt die Folge an und das erste wird jetzt erstmal wieder sortiert. Ja. Das ist natürlich, ich habe ruhig mal vorher machen können. Amulett der Zeitalter. Das ist halt ein Questgegenstand. Aber so. Aber ein bisschen sortierter hier wieder. Schild. Identifizieren. Herzschild. Ist mir egal. Können wir eh nicht verkaufen. Die Tagebücher. Zack. Und zack. Eine Notiz. König Ubold, für ein Goldmünze. Können wir verkaufen, brauchen wir also nicht. Das können wir verkaufen. Zeitkristall. Abenteurernotiz. So, ein Helm, der nicht identifiziert ist. Taya Stirnreif. Gut, brauchen wir nicht. Kultistentagebuch kann verkauft werden. Elementare Wasserbeschwörung ist ein Questgegenstand. Ach, ist das alles lustig hier. Drachenschild. Können wir verkaufen. Können wir verkaufen. Die Samen brauchen wir natürlich. Keule und das. Ach, das hatten wir ja aufgehoben. Kultistentagebuch schon wieder. Und eine Tagebuchseite. Das kommt hier mit hin. Dann haben wir hier aufgeräumt. Zeremonienspeer. Oh ja, der kommt weg. So, dann machen wir eben so und so. Dann haben wir da schon ein bisschen mehr. Okay. Tafel des blauen Lichts. Zack. Das kommt hier hin mit Rubin. Den brauchen wir nicht. Fackel können wir verkaufen. Schnaps können wir verkaufen. Goldhalskette kann weg. Die Friedensfeder hat uns ja verdammt viel gebracht. Gar nichts. Da können wir noch so einen Stein. Quatsch, dahin. noch eine Tafel. Die war hier. Die Asche vom flinken Wolf. Dahin. Tagebuch. So. Buch der Roben. So. Silberhalskette kann weg, das kann weg, Dolch kann weg, Übersetzungsamulett behalten wir, das ist ja wichtig, das wird einmal identifiziert und kann auch dann weg, das kann weg, das kann weg, der Kopf, den können wir nicht verkaufen, der kommt einfach mal dahin, nee, machen wir anders. Den packen wir dahin. Hier das Amulett hin. So. Das ist doch schon. Weil hier ist Eichensamen. Ups, das ist einer zu viel. Den Dolch können wir auch nicht verkaufen. Ne, da haben wir ja schon richtig. Der kommt dann dahin. Silberheitskette weg. Silberheitskette weg. Klarheit. Können wir eigentlich verkaufen. Benutzen wir eh nicht. Den Beutel. Nicht öffnen, fallen lassen, Zauber untersuchen, schließen. Ich möchte den gerne verkaufen. So, den müssen wir rüberziehen.
das kann auch alles weg. Ah, dieses Werkzeug weg, das weg, das weg. Topaz weg. Das kommt weg, das kommt weg. Das auch und das und Saphir. Ein nicht identifizierter Zauberstab, magische Auftrennung kommt weg. Weg, weg, ja. Wir müssen jetzt schon ein bisschen, Schutzring plus 2 kann weg, das kann weg, das kann weg und das kann auch weg. Ah, das sieht doch schon viel besser aus. Was ist denn? Streitkolben plus 2 kann auch weg. So, ein bisschen sortierter jetzt. Jetzt können wir auch uns in die Vergangenheit beamen dort. Und dann schauen, was jetzt abgeht. Wie funktioniert denn das jetzt? Da müssen wir jetzt das den Zeitkristall benutzen. Nichts passiert. Den müssen wir wahrscheinlich an einer bestimmten Stelle benutzen. Ich weiß nur nicht mehr, wo das war. Ich guck noch mal im Quest-Tagebuch nach. Auf eine der Sonnenuhren. Ah. Okay. Okay, okay, okay. Hier müssen irgendwo Sonnenuhren sein. Oh, schrecklich. Zeitechse. Wo ist denn so eine Sonnenuhr? Gartentor, Ruine der Schöpferrasse. Wächtergolemraum. Sonnenuhr, da hinten ist die. Ah. Gehen wir mal hier durch. Au, 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 au. Ach, das tat uns gar nicht weh. Okay. Ist hier irgendwas? Ja, Zombies. Zombies sind hier. Die machen wir mal eben schnell weg. Ja, komm schon. Ja. Sehr schön, damit sind die erledigt. Wir plündern die Truhen. Gold. Noch mehr Gold. Und noch mehr Gold. Und ist da auch Gold drin? Ich hoffe. Ja, noch mehr Gold. Hier ist also nur Gold. Das ist schön. Das gefällt mir. Auch Gold. Ah, so eine kleine Schatzkammer. Und auch Gold. So, die Sonnenuhr ist mit einer Falle versehen. Die werden wir natürlich entschärfen. Und dann gucken wir mal, ob wir direkt das anklicken können. Um das zu benutzen. Nein, wir müssen Gegenstand einsetzen auf die Sonnenuhr und herzlich willkommen in der Vergangenheit. Und wir treffen auf Befehlshaber der Alten, also auf die Schöpferrasse. Obwohl diese Wesen den reptilienartigen Humanoiden, die man als Ex-Menschen kennt, ähnelt, zeigen seine Augen eine Art von grausamer Intelligenz, die man normalerweise nicht bei den Ex-Menschen findet. Ja. Angriff. So, auf jeden Fall schnell erledigt. Hoffentlich. Weil ich möchte jetzt Comic-Weißer nicht verlieren. Ah. Oh, hier ist jetzt. Jetzt sind hier die Truhen auch nicht mehr, sondern andere. Und wir haben noch ein Zeitkristall. Ja, wir nehmen den mal lieber mit. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Das wird schon so seine Richtigkeit haben, dass wir den hier finden. Übersetzungsamulett haben wir eigentlich schon einmal, aber wir nehmen es noch eben einmal mit. Denn jetzt geht's hier los. Wir müssen diesen Ramm pflanzen und wir können jetzt auch hier die Golems ein wenig sabotieren, sodass wir dann in der Zukunft keine Probleme mit denen haben. Ja. Alexandrit, ja komm, packen wir mit ein. So, da ist auch noch eine Truhe. Die nehmen wir natürlich auch mit. Und haben einen Goldring.
Sehr schön. Und dann gehen wir jetzt hier unten erstmal hin. So. Jetzt werden wir wahrscheinlich noch auf ein paar Gegner treffen. Ah, sind hier Fallen? Nein. Schwere Wunden heilen und noch Bienen. Schwere Wunden heilen nehmen wir auch mal mit. Ich sehe gerade, Chronikbeißer ist krank. Das werden wir uns doch bald im Drum kümmern. Sklavenarbeiter. Hallo, Sklavenarbeiter. Wir unterhalten uns gleich mit dir. Teilweise Genesung. Die packen wir hier mit rein. Ach, haben wir schon. Hallo. Was versucht ihr mir zu sagen? Hallo? Ach ja, okay. Wir müssen das Übersetzungs-Amulett anlegen. Wo ist denn da? Da ist die Kette. Hallo. Hallo. Ihr dürft nicht hier sein. Wenn die Herrinnen im Golemraum einen entflohenen Sklaven finden, werden sie uns beide töten. Ja, aber ich bin kein entflohener Sklave. Ich bin aus der Zukunft. Den Herren ist egal, was ihr zu sein behauptet. Ihr seid keiner aus der Schöpferrasse. Sie werden euch töten, wenn sie euch hier finden. Ja, dann lass mich mal ein paar Fragen stellen, dann bin ich auch weg. Ja, was könnt ihr mir noch über die Schöpferrasse sagen? Allgemeines Wissen. Die regieren über die Welt. Was baut ihr da? Magische Schutzvorrichtungen, genau. Wächtergolems. Ah, okay. Jetzt können wir ihn fragen, ob er den Golem nicht fertig baut. Aber das möchten sie nicht, weil sie natürlich sonst den Tod finden werden. Und wir versuchen jetzt zu überreden, aus der Sklave zu befreien. Aber sie werden uns anbieten, eine Schwäche in dem Golem einzubauen. Eben kurz einen Schluck getrunken. Und jetzt können wir uns eine aussuchen. So, Feuer und Kälte ist eher natürlich für Magier eine Schwäche geeignet, denn dagegen ist gegen alles immun, außer gegen das. Und wir nehmen Hieb- und Stichwaffen. So dass wir damit Schwert und Bogen dort hinein können. So, wir nehmen das hier mit. Wissen ist immer nett. Und Rätsel des Lichts. Falle entschärfen. So, dann gehen wir jetzt hier rein und schauen uns dieses Rätsel hier an. Wir werden da erstmal hier die Wächter erledigen. Boah, Mensch, Krieger, komm. Wir haben was im Gepäck, was dir ein bisschen Schmerzen bereitet. Wir sind natürlich gut ausgerüstet. Ich sollte mal auch das Amulett wieder ansetzen. Und das Übersetzungsamulett wirklich nur zum Reden. Denn wenn wir hier den Tod finden, können wir, glaube ich, nicht wieder neu einsteigen. Das würde nämlich in der Vergangenheit zu sterben, bringt ja nicht viel. So, wo bist du? Da bist du. Zack, erledigt. Hallo Leiche. Verteidigungsanlage der Alten. Als Hüter der heiligen Artefakte müsst ihr die Geheimnisse unserer Allerheiligsten verstehen. Nur die Rituale des Rauchs, des Lichts und des Klangs lösen die Bande an der Tür. Und es gibt keinen anderen Weg, diesen heiligen Raum zu betreten. Sobald die Sklaven unsere Golems fertiggestellt haben, sind unsere Verteidigungsmaßnahmen vollendet. Die versklavte Fee wird euch durch das Ritual des Klangs führen, denn sie ist an die Magie der Gongs gebunden. Um das Ritual des Rauchs zu vollenden, müsst ihr die geweihten Pulver auf das heilige Kohlebecken geben, und zwar so, dass ihre Verbindung der absteigenden Reihenfolge der Steine im Sockel des Kohlebeckens entsprechen. Das Ritual des Lichts kann nur vollendet werden, wenn man die Steine aus dem heiligen Becken in der Mitte der Säulen verwendet. Beginnt
indem wir zwei beliebige der einzelnen Steine in die Becken der Primärfarben legt. Die sekundäre Becken müssen dann mit jenen der doppelten Steine gefüllt werden, deren Farbe genau der entspricht, die entstünde, wenn man die Töne der Steine im Primärbecken mische. Okay. Ja. Ja, hallo, Becken, Primärfarben. Okay, hallo. Na egal, wir gucken uns jetzt hier erstmal um. Aufschließen. Vielleicht finden wir ja hier was. Amulett nicht identifiziert, Magie bannen und Gold. Können wir das identifizieren? Nein, aber ich möchte es gerne, deswegen... Hallo, Wissen. So, hallo. Amulett der Macht. Magier-Amulett, na super, danke. Bringt uns nichts. Nischt. So, was ist mit dir? Machen wir hier die Tür auf. Oberteil, aha. Der obere Teil eines Kinderspielzeugs. Haben wir die Steine hier nicht, oder was ist los? Ach, da sind ja noch mehr Kisten. Ah, vielleicht haben wir ja hier... Jetzt sind ja hier die Dinger drin, ne? Also hier eher weniger, glaube ich, jetzt. Ach komm, lassen wir drin, ne? So. Hier vielleicht? Ein... Amulett, das sieht aus wie das Übersetzungsamulett. Genau so sieht's aus. Und ich glaube auch, dass es das ist. Wahrscheinlich. Ne, Gebetsperlenkette. Oh! Okay, können wir nicht benutzen. Also müssen wir erst die Steine sammeln. Okay. Hier fehlen die Steine. Oder die Farben. Okay. Dann gehen wir jetzt hier erstmal lang. So, hallo. Magier der Alten. Du bist erledigt. Befehlshaber ist gleich weg. Führer der Alten. So. Und du hast auch dein Ende gefunden. Und dann werden wir uns hier jetzt natürlich erst einmal umschauen. Ja, nutzen. Trankschnelligkeit und ein Feueropal. Da ist ein Champion. Da gehen wir aber noch nicht hin. Das möchte ich noch nicht. Schnaps ist immer gut. Und da ist noch eine Truhe. Silberhalskette. Ja, okay. Und hier ist eine Falle. Okay. Machen wir die mal auf. Ah. So, was haben wir denn hier drin? Ach, abgeschlossen auch noch. Ja, okay. Dann machen wir mal oben erst rein. Ach ja. Falle und ein nicht identifizierter Gürtel. Ja, den identifizieren wir ja jetzt auch sofort. Wozu haben wir denn die Tränke? Ach, ein Bogenschützengürtel. So, was hat der denn hier fallen lassen? Übersetzungsam. Ne, danke, brauchen wir nicht. Haben wir schon. So, hier müssen doch auch noch Sachen sein. Hallo? Das sieht aus wie eine Folterkammer. Naja. Blutroter Ring. Ah, leuchtet nur rot. Okay. Der leuchtet rot. Die Truhe bitte aufschließen. Da ist auch noch eine Truhe. Und da auch noch. Ah, das ist ganz angenehm hier. Ist nicht zu vollgepackt. Mit dem Sklaven. Ach, das ist wahrscheinlich auch ein Golem-Bauraum hier. Das, sind nicht zu viele Truhen eingesetzt, aber auch nicht zu wenig und ich finde das hier gerade eigentlich eine ganz schöne Mischung. Man hält sich nicht zu lange in den Räumen auf. Wo ist denn das Übersetzungsamulett? Da,
Danke, eben einmal einsetzen. Hallo. Seid gegrüßt. So, wir stellen Ihnen genau die gleichen Fragen. Und Wächtergolem. Die glauben uns alle nicht, das ist immer klar. Und ihn möchten wir auch gegen Hieb- und Stichwaffen empfindlich machen. Danke. Jetzt tauschen wir erstmal die hier wieder aus, damit wir natürlich unsere schönen Bonis haben. Und wir haben hier Rätsel des Klangs. Oh, eine Falle. Ja. Erstmal. Sind Feinde in der Nähe, na super. Erstmal einen schönen Schluck nehmen hier. So. Noch ein. Hätte ich aber rechnen können, dass hier eine Falle ist. Weil hier sind bestimmt noch Gegner. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Drei Stück an der Zahl, die sich hier mit uns prügeln wollen. Und müssen, glaube ich, Grimmigbeißer mal unterstützen. Eben ein bisschen heilen. Ja, schwer verwundet. Dem Tode nahe. Wir hatten mit den Klingen, glaube ich, ein bisschen mehr Erfolg. So, du warst hier irgendwo versteckt. Da. Na komm schon. Treff. Ja, zum Glück hält uns Grimmigbeißer die Spinne vom Leib, sodass wir uns hier um den Schaman kümmern können. Ja, komm schon. Komm. Komm. Komm schon. So, ach, das sind meine 8 Noten. Sind sie nicht hübsch? Okay, ja. Die Fee zeigt uns an, was wir spielen müssen. Dann nehme ich mir mal einen Zettel und notiere mir das. 1, 2, 3, 4, 4, 4 Gongs. Ja, 4, da. Also 1, 2, 3, 4, fünf, sechs, sieben. Nee, das waren schon 8. Okay. Ich glaube, das hier war das erste und dann mache ich das mal in der Reihenfolge. 2, 3, 4. Ja, jetzt bin ich durcheinander gekommen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So. Also 1, 2, 3. Ah, ihr habt die falsche Melodie gespielt. Die Gongs haben sich wieder in ihre Ausgangsstellung begeben. Gut, dann gucken wir nochmal zu und dann machen wir das nochmal. 1, 2, 3, 4. So, Spiel. Ich heiße euch willkommen. Also, genau, die Gongs. Ich kenne das Geheimnis und dann bin ich frei. Okay, 1.
2. Da ist die 3. Darüber ist die 4. Da ist die 5. Ja, hier runter ist 6. Da oben war 7 und da ist dann die 8. Jede ist einmal. Gut, dann machen wir das ganz schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wieder hier hoch, 7 und hier runter zur 8. Oh, der Zauber war noch nicht vorbereitet. Ihr habt das Rätsel richtig gelöst. Ach so, ja, okay, das wird uns dann in der Zukunft helfen. Jetzt verstehe ich das. Ach so, das bringt uns hier noch gar nichts. Erst in der Zukunft werden wir dieses Rätsel lösen können. Das ist auch sehr schön. Dann ruhe ich hier nochmal eben aus und werde dann die Folge auch erstmal beenden. Und in der nächsten machen wir hier in der Vergangenheit weiter. Bis dann. Gehabt euch wohl.